BCP 内を案内しようか。いいのか。いいんだよ。お前を一人にする方が心配だ。びっくりするぞ。ここはホームの警察とはかなり違う。ganz anders hier als in der APD。どこへ案内しよう。So, gehen wir als erstes mal in die Lobby. Wir gehen jetzt in ここが BCP の正面玄関ロビーだ。大きさを無視すれば、ホームの警察と大差はないはずだ。整然としすぎてるがな。Der Typ gehört nicht zu uns, er ist dieser Police Drama Buff, muss die nicht schützen. Wahrscheinlich so eine Art Reporter oder so. Er hängt hier halt gerne rum. Ja. Merkwürdige Soundprobleme oder so. Weiß nicht, kann an dem Plugin liegen, was ich jetzt für den Emulator verwende. Aber da ist zumindest das mit meiner Sprache ein klein wenig besser. Weil bei diesem Plugin kann ich zwar nicht viel, aber ich kann so ein bisschen, ich kann vier verschiedene Stufen an Lautstärke einstellen. Und ja, das macht die Sache dann ein bisschen besser. Bei dem Standard-Plugin konnte ich gar nichts umstellen, aber da hat dann der Sound halt nicht mal so ein bisschen gehakt. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr. Ich mache einfach mal so weiter. Man kann ja immer noch was verstehen, denke ich. Das ist Bob, einer unserer Schreibtisch-Sergeants. Alles, was er eigentlich macht, ist hinter dem Rücken der Leute herzureden. Ich mag den Typen nicht. Ja, das haben wir schon gemerkt, als wir angekommen sind. Er ist einer dieser Schreibtischhengste, die denken, dass ihre Scheiße nicht stinkt. Ja. Könnte ich mich so ein bisschen wieder drin erkennen, wa? Nicht ihr, sondern ich mich. Freunde der Sonne. Ja. Und, ja, ich schaue dich an, Mr. Hammer. Ich kann mir schon denken, was du jetzt unten in die Comments reinschreiben wirst, wenn du dir dieses Video überhaupt jemals ansiehst. Und du brauchst deinen scheiß Kommentar gar nicht reinschreiben, denn du bist so scheiße durchschaubar. Deswegen kannst du dir das kannst du deinen Kommentar gleich klicken und sonst wo reinstecken. Aber egal. Mir geht's auch gut. Danke. keine sehr gute Aussicht hier. Ich vermisse den Himmel von oben. Den Himmel von oben. Ja, weiß nicht. BCP-Cops. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Wir schauen uns mal draußen um. Achso. Ja. Wir sollen uns erst hier drin umsehen, dann können wir nach oben schauen. Ausschau halten. For instance. Oh. Jo! Doktor Sensei! Edo! わしはビクトルじゃ。いつになったらちゃんと呼んでくれるんじゃ。諦めた方がいい。エドは物覚えが悪いんだ。お、誰じゃね、その人は。ジョナサン、紹介するよ。BCP の鑑識を担当しているビクトル・ユルゲンス先生だ。よろしく、ジョナサン・イングラムだ。OLA で探偵をしている。ほう。あんたもあの有名なイングラム飛行士？え？若い頃、あんたの火星有人飛行の中継をワクワクして見ていたよ。そうか。戻ってきたんじゃな、あんたのホームに。よろしくな。Ja, also der Typ kennt uns auf jeden Fall, ist hier so der Wissenschaftler für Untersuchung halt. Und ja, er war damals ziemlich aufgeregt, als die Police Notes zum Mars geflogen sind anscheinend. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe, aber ja, ich nehme mal kurz einen Schluck aus der Pulle. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie bei einem Walkthrough so viel gelabert wie bei diesem. Jetzt kriege ich gerade nicht mal, ja doch jetzt.
ich kein Durchhaltevermögen mehr. Ich glaube, ich werde auch langsam alt, was das Gelaber angeht. Und vielleicht werdet ihr auch alt von meinem Gelaber, wer weiß das schon. Naja, schauen wir uns hier erstmal um. Wo ist das? Also das Bild da jetzt, ne? Das ist Russland, die alte Sowjetunion. Ah, okay, da kommt er her. Ich wollte gerade sagen, der sieht auch so ein bisschen so aus wie Dr. Petrovich Martner. Und Russland, wir erinnern uns da vielleicht an Snatcher, da war auch was mit Russland, nicht wahr? Aber will ich euch ja jetzt nicht spoilern, sondern ich nutze noch schnell die Gelegenheit und weise darauf hin, dass ich das Spiel auch mal in einem Walkthrough gespielt habe. Ne? Exzellentes Spiel, genauso wie das ja eigentlich bisher. Auch wenn es im Moment ja nur viel Gelaber ist und wenig Action passiert, aber so ist das halt nun mal. Ich muss ja nicht jede Sekunde hier alles explodieren und Schießereien und Ganze. Er muss für Fighting. Ne? Muss ja nicht die ganze Zeit sein. Aber okay. Er kommt aus Russland. Ja. Because Skynet knows that the Russian counterattack will eliminate its enemies here. Been about 50 years since I left. Also er war das letzte Mal vor 50 Jahren in Russland. Okay. Gucken wir uns mal seine Diplome an. Das, mein alter Freund, ist diese Clipping of the Thesis. To be specific, die These. Es war ein berühmtes akademisches Journal auf Rom. Ich habe beschlossen, Pathologie zu studieren, nachdem ich es gelesen habe. Dieses Stück Papier hat mein Leben für immer verändert. Ja, und was ist das? Okay. Fragen wir erstmal nach dem Offensichtlichen, was diese Maschine ist. Was ist das? Das ist mein AID-Analysegerät. Was du auf dem Monitor siehst, ist eine visuelle Repräsentation des AID, der künstlichen Intelligenz des AIDs, AIDs. Ich nenne ihn Gorbi. Er reagiert auf meine Stimme. Ja, reden wir mal. Hey Gorbi! Ich würde mich nicht stören lassen. Er ist halt nur eine KI. Also wir sollten uns damit nicht beschäftigen. I can tell you. Er kann dir erzählen, was für ein Dreck auf deinen Schuhen ist, aber er kann nicht reden. Er kann nur rumpiepen und fiepen und rumgackern. Ja. Also, was haben wir sonst hier noch in seinem Nerdregal? Was ist auf diesem Bücherregal? Oh, das alte Bücher über Anatomie und Pathologie. Ich habe sie mir auf Rom gekauft. Benutze sie mal noch? Natürlich nicht. Ich kriege alle meine Informationen online. Niemand benutzt antike Medien wie diese heutzutage noch. Also sind sie so wie Mentos? Wie Mentos? Ich denke ja, ich könnte mich nie selbst dazu zwingen, sie wegzuwerfen. Alte Erinnerungsstücke, an denen er hängt also. Ich denke, du kennst das Gefühl, oder? Ich sollte nicht mehr so in die Flasche reden, sondern das wäre nicht so gut. Naja. So, was haben wir hier noch Schönes? Es ist wirklich eine exzellente Ausrüstung, die du hier hast. Exzellent? Glaubst du das echt? Nun ja, exzellent in dem Sinn, dass es alle veraltete Analoggeräte sind. Ich hatte diese eine lange Zeit. Ich benutze sie immer noch für meine Wissenschaft. Um ehrlich zu sein, ich benutze mein AID für den Großteil meiner Arbeit. Also sind sie mehr eine Sammlung. Könnte man so sagen. Ich habe viele Erinnerungen mit diesen Stücken verbunden. So, ja, reden wir jetzt mal einfach mit ihm. Schauen wir mal. Na
Hat das Blut auf deinen Klamotten? Oh, er trägt diesen Kittel seit seiner ersten Autopsie. Es hat das Blut von jedem einzelnen Körper gesehen, den ich mir über die Jahre angeguckt habe. Heilige Scheiße, Mann. Ich denke, man könnte auch so sagen, auch ein Teil ihrer Seelen. Mal sehen, was er zum Pornobalken sagt. Er sieht aus wie ein sturer SOB. Son of a bitch! Er ist ein Terrestrialer. Ein Gesicht ist wie ein. Wie die Ringe eines Baums. Was kann man sonst von diesem Gesicht? Was lässt sich sonst mit diesem Gesicht machen? Schauen wir mal auf seinen Ausweis. Ist das ihre ID? Ich mag mein Hologramm nicht, deshalb habe ich halt diesen Ausweis hier. Verursacht Probleme mit den Kartenlesern, wann immer ich es scannen muss. Ja, weil es wahrscheinlich für alle ist. Das hatte Blindenbinde? Ist dieses Armband ein Zeichen von Respekt? Ja, es ist ein Crape. Was ist ein Crape? Eine Binde? Ja. Das ist für alle die Leute, mit denen ich arbeite. Oder irgendwie sowas. Mal reden wir einfach mal mit ihm. Victor? Was ist los? Fragen wir ihn mal. Ja, über seine Vergangenheit. Okay, seit wann wohnst du auf Biont? Ich bin geboren in Moskau. Damals, als die Sozialisten das Land überrannt haben. Dieses Bild wurde gemacht aus der Zeit, als ich geboren wurde. Nach dem Kollaps der Sowjetunion ging ich nach Amerika und studierte Medizin und später kam ich. Medizinischer Dozent? Wahrscheinlich. Naja, irgendwie sowas in der Richtung. Oder halt Gerichtsmediziner. Ich habe Autopsien an über 30.000 Körpern durchgeführt während meiner Karriere. In meinen 40ern interessierte ich mich dafür, Körper im Weltraum zu studieren und bin hierher gekommen. Sollte die Körper, die man kriegt, in Schwerelosigkeit sehen. Die Verwesungsstufen sind ziemlich freakiges Zeug. mein Bereich beschränkt sich auf medizinische Examinations, medizinische Führung, mir fallen die offensichtlichen Wörter wohl nicht immer ein, wie ihr wahrscheinlich schon längst bemerkt habt. Okay, aber mit meinem AID kann ich auch die meisten anderen Analysen ausführen. AP, also die Advanced Police, hat eine eigene Wissenschaftseinheit. Also sind wir auf einem ein sehr kleines Budget hier. Nur ich und Gorbi. Die weiteren Computeranalysen schreiten vor, je weniger. Die weiteren Computeranalysen schreiten vor, je weniger sie für Leute wie mich benutzt werden.